Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und es ist Ende des Monats, also wie immer kommt heute das Meta-Ranking. Turniertechnisch war, glaube ich, nicht so viel los, aber trotzdem ganz interessante Liste. Und dann nächsten Monat wird es sowieso richtig krass mit dem neuen Set und den neuen Karten. Mal schauen, wie die Meta-Ranking-Liste wird. Aber jetzt erstmal zu der. Da haben wir auf Platz Nummer 10 die Bürobots. Hat irgendwo getoppt, gewonnen. So eine Regionals oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall spielt es der Tati, der Tunesier auch. Sein drittes Deck. Also er war auf jeden Fall begeistert von den Bürobots und dass die getoppt haben. Ansonsten zurzeit im Meta kann da eigentlich auf Platz 10 jedes Deck hin. Macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied, weil mit dem Top-Meta kann es sowieso nicht mithalten. Dann haben wir auf Platz 9 die Heroes. Neu auf Platz 9. Endlich mal wieder, seit längerem glaube ich, in den Top 10 des Meta-Rankings gelandet. Sehr beliebtes Deck. Jeden Monat, jedes Ranking. Wollt ihr, dass die Heroes irgendwie weiter oben sind oder überhaupt auf die Liste kommen, auch wenn sie es nicht verdient haben? Diesen Monat auf Platz 9. Dann haben wir auf Platz 8 die Infernoids. Sind gesunken vom letzten Mal. Die können einfach mit dem ganzen Pendeldecks einfach nicht mithalten. Die benutzen halt ihre Ressourcen immer aus dem Friedhof und irgendwann gehen die zu Ende, weil die gebannt werden. Und die Pendeldecks haben halt jede Runde ihre Ressourcen, also da können die einfach nicht mithalten. Und ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft damit aussehen wird, aber ich glaube eher nicht. Dann haben wir auf Platz 7, also relativ knapp auf Platz 7 und 6, die waren relativ dicht beieinander. Könnte man locker auch austauschen, wie man will. Da haben wir auf Platz 7 halt Burning Abyss. Ist auch gesunken vom letzten Mal. Ist aber auf jeden Fall noch spielbar. Immer noch sehr solides Deck. Sehr stark. Und nächsten Monat kommt auch noch dieses Snarson raus. Das wird das Deck auch nochmal pushen. Und Twin Twister kommt auch noch raus. Die ist auch nicht schlecht für das Deck. Also nächsten Monat auf jeden Fall wieder mehr Support, mehr Potenzial für das Deck. Dann haben wir auf Platz Nummer 6 die Teller Knights. Waren letzten Monat zufälligerweise auch noch Platz 6. Und die spielt man halt zurzeit als Anti-Variante mit dreimal Duft Main. Und das ist halt leider auch die einzige Möglichkeit, dass die noch irgendwie gegen das Meta und die Pendeldecks mithalten können. Wenn ich mich nicht täusche, war in unserem letzten Liga-Video, Feature-Match vom Finale, auch ein Teller-Anti mit dreimal Duft Main. Könnt ihr nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten, ja, also Duft, krasse Karte und dann muss der Gegner alles setten und dann kommt Gewehr und schickt wieder alles zurück auf die Hand. Aber wie gesagt, also das kann man auch locker mit Burning Abyss austauschen. Die sind relativ gleich. Burning Abyss kann man auch mit Duft spielen und dann mit Fire Lake einfach alles sprengen. Dann haben wir auf Platz 5 Seraph Pepe. Das Deck sieht man in letzter Zeit auch öfters. Vor allem bei diesen CCG-Turnieren habe ich das jetzt öfters gesehen in den Tops. Und also manche nennen das auch Level 4 Wombo Combo Deck einfach nur. Also wie der Name schon sagt, konzentriert es sich sehr stark auf die Level 4er Exceeds und sowas. Vor allem mit Scepter. Ist ein starkes Deck, kann Chaos auspacken, aber ist auch sehr inkonstant und deswegen nur Platz 5 für die. Dann haben wir auf Platz 4 die Cosmo. Sind einen Platz gesunken, weil letzten Monat waren sie auf Platz 3. Hinter zwei Panel Decks, Magic Spectre Magician und Paper Magician. Aber es ist nicht sehr weit hinten, also diese ganzen Plätze da sind relativ nah und eng beieinander. Und Cosmo auf jeden Fall ein sehr starkes Deck. Nächstes Set in ein paar Wochen kriegen die nochmal Support, also da wird es auf jeden Fall wieder abgehen. Auch wenn die Spielvariante sich wahrscheinlich ein bisschen ändern wird. Mal schauen. Also bei uns spielen ja drei Leute Cosmo. Tati hat vor kurzem, letzte Woche, bei einem CCG-Stop in Stuttgart, Top 8 war er dort, hat er getoppt. Vlog könnt ihr euch nochmal anschauen. Verlinke ich wahrscheinlich nochmal unten in die Kommentare. Ansonsten Cosmo, starkes Deck. Nächsten Monat noch neue Karten und dann mal schauen, wo es landen kann. Dann kommen wir zu den Top 3. Alles Panel-Decks, alles relativ ähnlich. Ich würde sagen, 80% der Karten überschneiden sich und dann haben die verschiedene kleine Engines, die sich unterscheiden. Dann haben wir auf Platz 3 die Magic Spectre Magicians.
oder wie wir bei TBT das auch nennen, Mama, war letzten Monat auf Platz 2. Ist 1 gesunken, weil eine neue Variante, sag ich mal, von dem Deck erschienen ist. Aber dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall auf Platz 3 die Magic Spectre. Die sind halt ein bisschen mehr Control. Kann man sich die Konterfalle suchen und dann setten und dann Gegner stören. Falls man darauf eher steht als diese anderen Varianten. Dann haben wir auf Platz 2 neu die Odd-Eyes Pendel Variante. Odd-Eyes Magician. Wie gesagt, die Decks sind eigentlich alle sehr ähnlich. Aber das Deck hat halt noch Optionen auf Rang 7 und sowas. Und es scheint ein bisschen stärker, ein bisschen explosiver zu sein als Magic Spectre. Und dann kommen wir zu Platz 1. Wie auch im letzten Monat, PP Magician. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Sehr krasses Deck. Ziemlich stark, viel zu stark. Ansonsten war es das auch schon wieder. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Liste haltet. Welche Decks ihr in die Top 10 getan hättet. Ansonsten schauen wir mal, was nächsten Monat passiert mit dem neuen Set. Wir werden uns das Set natürlich wie immer genauer anschauen für euch und dann kommen viele verschiedene Videos dazu. Also leidet nicht. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.